Ein vermeintlicher Kinderfilm, in dem es um Mörderfälle geht. Felidee ist ein Film aus Mitte der 90er und hatte ein Problem. Er wurde falsch vermarktet. Der Film wurde als Abenteuer-Zeichentrickfilm vermarktet. Vermutlich wusste die Marketingfirma nicht einmal, um was es in dem Film geht. Der Kinotrailer verrät nichts über den Film. Er erzählt lediglich, dass es eine Verfilmung eines Buches ist. Und die prominenten Synchronstimmen werden vorgestellt. Und das ist der ganze Trailer. In Wahrheit ist der Film nämlich ziemlich brutal. Von mordwilligen Katzen und Sekten, in denen es um Opferungen geht. Bis hin zu Experimenten an lebendigen Katzen, die dann qualvoll sterben. Ungefähr jede Kritikzeitschrift aus dieser Zeit sagte, dieser Film sei viel zu düster. Und das nur, weil die wahre Essenz nach außen hin nicht kommuniziert wurde. Und dass die FSK den Film eine ab 12 Einstufung gab, hat es nicht besser gemacht. Felidee ist ein sehr guter Film. Leider missverstanden und absolut kein Kinderfilm. Schaut mein Video dazu. Übertrieben.